Bei den Forstern in der Praxis-Support stellen wir unsere Kunden und ihre Einsätze in den Mittelpunkt. Heute schauen wir uns die Profi-Rückanhänger-Baureihe an, die Mitte des großen Pflanze-Rückanhänger-Programms. Beim Baumprofi Josef Höllinger haben wir heute einen P13 im Einsatz. Nicht im Wald, wie sonst ein Rückanhänger vermuten lässt, sondern auf der Straße. Wir räumen auf hinter einem Problemfällungseinsatz, der mit dem Magni-Fellkran durchgeführt worden ist. Und bei der Reportage wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Baumprofi Josef Höllinger trifft letzte Vorbereitungen für den heutigen Arbeitstag. Dann macht er sich mit dem Rückeanhängergespann auf den Weg zum ersten Einsatz. Seit 15 Jahren beschäftigt sich der gelernte Forstwirt mit der professionellen Baumpflege und der Fällung von Problembäumen. Zu seinen Kunden zählen private Gartenbesitzer genauso wie Kommunen und Straßenbetreiber in den Landkreisen Erding, Freising, Landshut und München. Vor Ort werden wir schon von Josefs Mitarbeitern erwartet. Eine kurze Lagebesprechung, dann geht's auch schon los. Für die Gemeinde Vilsheim sollen mehrere Pappeln an einer Straße gefällt werden. Dazu kommt ein großer Roto-Teleskoplader mit Fellgreifer zum Einsatz. Die neuere von zwei Maschinen dieser Bauart im Fuhrpark des Unternehmens. Der Teleskoparm hat eine gewaltige Reichweite von 30 Metern. Die Woodcracker-Greifersäge schneidet Stammdurchmesser bis 75 cm. Der Fahrer braucht gute Nerven und ein ruhiges Händchen. Auf gar keinen Fall darf er zu große Stücke abschneiden, die der Teleskoplader nicht halten könnte. Ein Kollege am Boden gibt über Funk hilfreiche Anweisungen. Stück für Stück wird der Baum abgetragen und kontrolliert am Boden abgelegt. Ein Verfahren, das sich für Josef Höllinger seit Jahren bewährt. Also an diesem Verfahren haben wir die Vorteile, sicheres Arbeiten, schnelleres Arbeiten. Man spart sich den Kletterer im Baum dran, zum Beispiel mit normalen Autokränen. Und es ist einfach effektiver und sicherer für die Leute auf der Baustelle. Bei der Baumpflege und Fällung setzt Höllinger auch auf professionelle Seilklettertechnik und den Einsatz von Hubarbeitsbühnen. Vor einem Jahr wurde zudem ein Fell-LKW angeschafft, der ebenfalls mit einer Greifersäge arbeitet und das geschnittene Holz gleich abtransportiert. Am Boden werden die Kronenteile mit der Motorsäge zerteilt und mit dem Rückewagen verladen. Ein Pfanzelt P13, das zweitkleinste von insgesamt vier Modellen aus der Profibaureihe. Josef Höllinger war auf der Suche nach einem kompakten Fahrzeug mit hochwertiger Ausstattung. Wir haben jetzt seit einem guten halben Jahr den Pfanzel Rückewagen und haben uns bewusst für den entschieden, da einfach auch nur eine kompakte Größe hat, aber doch eigentlich auch maximale Hublast für unsere Zwecke. Bei Baustellen, die mit engeren Zugängen sind, Grundstücksrodungen, und so wie hier jetzt, das kombiniert gut auch passt beim Fellkran zum Wegfahren für kurze Wegstrecken zum Sammelplatz. Mit dem Kran sortiert Josef Höllinger Astmaterial und Stammholz. Vom Bedienstand über der Deichsel hat er das Geschehen gut im Blick. Die beiden Kreuzhebel mit elektrischen Wippschaltern für Greifer und Teleskop erlauben eine intuitive Steuerung. Die leistungsgerechte Ölversorgung übernimmt die eigene Bordhydraulik. Mit den großen Pappelstämmen kommt der Kran gut zurecht, auch wenn hier nicht das stärkste Modell aufgebaut ist. Ja, und was mir besonders gut gefällt, ist auch der Kran, der eben sauber die Schläuche verarbeitet sind, innenliegend, damit man nicht mit der Äste sie die Leitungen abreißt. Haben wir schon schlechte Erfahrungen gehabt mit anderen Rückewegen.
und auch die Krangeschwindigkeit, auch mit dem Doppelteleskop, der relativ zügig aus- und einfährt, damit man einfach ein flottes Arbeiten hat. Im Bereich der Baumpflege muss oft sperriges Astmaterial transportiert werden. Deshalb hat sich Höllinger für die optionale Schnittgutwanne entschieden, die mit Spanngurten an den Rungen befestigt wird. Und wir haben uns auch für die Schnittgutwanne entschieden, da einfach das Problem sonst immer war, dass die Äste an die zweite Straße ragen oder einfach kleinere Holzteile runterfallen, auf der Straße landen. Und so hat man halt einfach die Arbeit nicht mit dem Äste zurückschneiden, die überstehen. Wir lassen die ja immer drauf, da haben wir am Anfang gedacht, dass wir die bei Stammteilen runternehmen, aber das lohnt sich eigentlich nicht. Stammteile kann man genauso gut transportieren, mit Wanne oder ohne Wanne. Seine Feuertaufe hatte der neue Pfanzelt P13 im Sommer, als er 8 Wochen lang durchgehend zur Aufarbeitung von Sturmschäden genutzt wurde. Weil der Anhänger nicht selten im Gelände unterwegs ist und auch mit kleineren Traktoren zum Einsatz kommt, hat sich der Baumprofi den hydraulischen Radantrieb Powerdrive dazu gekauft. Viele kleine Details machen den wendigen P13 zum wertvollen Helfer auf jeder Baustelle. Bei Spezialbaumfällungen wie heute nimmt er eine Schlüsselfunktion ein. Schnell ist das Holz verladen und am Sammelplatz wieder abgelegt. Josef Höllinger möchte die Maschine nicht mehr missen. Jetzt ist er mittlerweile nicht mehr wegzudenken, da man bei jeder Baustelle, wo wir irgendwo den Einsatz hätten oder nur die Frage kommt, passt zum LKW, dann nehmen wir einen Rückwagen mit, dann kommt man sicher hin. Zurück zur Baumfällung. Am Boden ist der Stamm zu dick für den Fellgreifer. Deshalb wird er mit der Motorsäge abgestockt, während ihn der Teleskoplader weiter oben festhält. Auf Wunsch übernimmt Höllinger auch die Entfernung der Wurzelstöcke. Schnelles und zugleich sicheres Arbeiten ist in diesem Geschäft ganz entscheidend, denn oft arbeiten die Baumprofis an stark befahrenen Straßen, die dafür nur kurz oder einseitig gesperrt werden. Das Holz von den verschiedenen Baustellen wird gesammelt und im Anschluss zu Hackschnitzeln verarbeitet. Eine Fuhre nimmt Josef Höllinger gleich mit zum Lagerplatz am Betrieb. Das ist problemlos möglich, weil der Rücke-Anhänger auch beladen mit 40 Stundenkilometern auf der Straße fahren darf. Ja, für uns war entscheidend, dass der Rückewagen bis 40 km/h, also maximale Geschwindigkeit für Rückewagen oder Anhänger, zulässig ist, da wir auch mit dem Fahrzeug teilweise im Umkreis von 50 km unterwegs sind. Wir fahren das Holz auf der Straße, teilweise für den Kunden von einer Baustelle zu ihm nach Hause oder eben zu unserem Lagerplatz, wo wir halt gerade in der Gegend sind. Der P13 ist das zweitkleinste Modell der Profibaureihe. Trotzdem, glaube ich, hat man im Video gesehen, der P13 kann was leisten. Wer mehr über die Technik vom P13 und von allen Profi-Rückanhängern wissen will, der schaut in das Technikvideo auf diesem Kanal. Und natürlich gibt es auch von der S-Line und der Logline-Baureihe entsprechende Videos.